Dann in Berlin heute mit Sebastian Blecke, er ist Chef der GSG, der Gewerbesiedlungsgesellschaft. Nächstes Jahr wird sie 50, das ist nicht mehr lange hin, 1965, also gegründet als staatliche Gesellschaft, heute privat und der größte Immobilienbesitzer in Berlin, 850.000 Quadratmeter. Und wer bei Ihnen eine Gewerbefläche haben will oder in Berlin, der kommt am besten gleich zu Ihnen. Das Sie wissen das empfehlen. Am besten. Was ist der Unterschied heute zwischen, also zwischen dem heute, Ihrer Arbeit heute und dem vor 50 Jahren? Ja. 50 Jahren staatlich wurde das zugewiesen, heute müssen Sie sich im Markt bewegen. Ja. Das ist richtig. Nein, also der große Unterschied ist sicherlich daran zu sehen, dass wir sehr proaktiv in allen Dingen sind, die wir so tagtäglich tun. Das heißt, wir wollen eben nicht nur die vier Wände und das Dach darüber zur Verfügung stellen, sondern den Mietern einen Mehrwert schaffen, indem wir umfangreiche Servicedienstleistungen mit anbieten. Die sind optional, der Mieter muss das nicht nutzen. Aber der braucht doch Wasser und Strom. Wasser und Strom, also Wasser kommt nach wie vor von den Berliner Wasserbetrieben. Aber beim Strom fängt das schon an. Ich will jetzt ein Solardach haben. Zum Beispiel, ja, also wir bieten mehrere Sachen an. Sie können den Strom mit Ihren anderen Mietern, Kollegen, Nachbarn gebündelt einkaufen als Beispiel. Aber ab nächsten Jahr werden wir unseren eigenen Strom, der aus Solaranlagen auf den Dächern produziert wird, auch den Mietern selbst dann anbieten. Ja, also das heißt, vom Dach verlässt dieser Strom nie das Areal, sondern bleibt auf dem Gelände und man kann also auch damit nachhaltig die Umwelt. Und das funktioniert? Ich höre immer, dass so eine Solaranlage auf dem Dach eben nicht ausreicht, um das Haus auch im Winter zu beheizen. Das ist richtig. Ja, also, ich will ja auch Wärme haben, ich will ja nicht nur Licht haben. Wir reden da rein technisch gesehen von dem sogenannten Beistellstrom, ja, weil das ist richtig, aber gerade in einem kleineren Kreuzberger Objekt wird der produzierte Strom im Winter nie ausreichen, um auch nur ansatzweise das Gelände komplett mit Strom zu versorgen. Aber Sie können halt beistellen, ja, das heißt, ein gewisser Prozentsatz, das hängt dann, ist dann variabel, scheint die Sonne, es ist bewölkt, kann dann eben mitgenutzt werden und der ist dann eben wirklich zu 100% regenerativ und interessanterweise eben auch nicht wirklich teurer als der normale Strom, weil Sie sich eben viele Abgaben, die Sie sonst zahlen müssten, Netzentgelte gar nicht haben, weil Sie nutzen kein Netz im öffentlichen Bereich. Ist das einmalig in der Bundesrepublik? Na, ich will nicht sagen, dass wir jetzt die Ersten sind, die es erfunden haben. Ja, dieses Konzept, das machen andere auch schon, nur in der Dimension, wie wir das gemacht haben. Wir reden über eine Gesamtjahresstrommenge von über 6 Millionen Kilowattstunden. Das würde ich sagen, ist in der Dimension in Berlin auf jeden Fall einmalig. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es auch im Bundesgebiet kaum jemand, der das in der Größenordnung mit dem Ansatz schon mal gemacht hat. Also das bieten Sie an ab nächsten Jahr? Das bieten wir an. Und haben Sie schon Resonanz so von potenziellen Mietern, die sagen, aber es wird so kalt im Winter jetzt, wo soll denn das herkommen? Ja, nein, die Arbeiten... Da habe ich noch eine andere Steckdose. Genau, als sie stattgefunden haben, die Arbeiten, haben natürlich die Mieter auch gefragt, was passiert denn da? Wir haben gesagt, was dort dann im nächsten Jahr zu erwarten ist. Und dann war die Resonanz auch sehr positiv. Also das wird ein Erfolg werden. Und Worst-Case-Szenario, selbst wenn nicht, ja, was nicht der Fall sein wird, wir selber als GSG haben ja selber auch genug Bedarf. Ja, ob es Treppenhausbeleuchtung sind, Aufzüge, die müssen ja auch Strom bekommen. Und dafür würde sich der Strom natürlich genauso eignen. Aber die Resonanz der Mieterschaft ist sehr positiv, deshalb machen wir uns da keine Gedanken. Wo steht der Generator oder der Speicher? Der ist im Keller. Gespeichert wird nichts. Das geht Strahlung rein, Strom raus. In einen Wechselrichter, der macht aus Gleichspannung Wechselspannung und dann geht es gleich beim Mieter in die Steckdose sozusagen. Innovativ, GSG innovativ. Genau, ja, das ist aber eben nur ein Gewinne, ein Strom, Gesamt, ja. GSG. Wunderbar. So. Oder sowas. Ja, gibt es denn noch andere Ideen, wo Sie Vorreiter sind, wo Sie Berlin vorzeigen können? Wir machen das in Berlin. Also wenn wir beim Thema Energie bleiben, haben wir noch inzwischen mehrere Blockheizkraftwerke in Betrieb, die also die Kraft-Wärme-Kopplung betreiben. Auch dezentral. Abgekoppelt. Genau, das, was ja alle auch sagen, dass dahin sowieso die Zukunft oder darin die Zukunft liegen wird, dezentrale Stromerzeugung, das haben wir auch begonnen vor zweieinhalb, drei Jahren, Blockheizkraftwerke zu installieren. Elektromobilität, aus meiner Sicht sowieso eins der Zukunftsthemen schlechthin im urbanen Raum. Elektroauto? Hand aufs Herz? Da müsste die Sendung jetzt eine Stunde länger dauern. Aber es hat
es hat leider nicht geklappt. Ich würde sonst elektronisch fahren, aber mit drei Kindern, ja, war dann so die Alltagstauglichkeit, gerade wenn man an Urlaube denkt, nicht ganz gegeben. Deshalb fahre ich leider kein Elektrofahrzeug. Aber ich bin angefixt, wie man so schön sagt. Ja. Wir haben das Thema für uns aber insofern aufgenommen, dass wir inzwischen mehrere Ladesäulen in unserem Bestand haben und auch im nächsten Jahr das ausbauen werden, weil das Thema Immobilie, ja, und Mobilität für uns eben kein Widerspruch ist, sondern dort, wo Menschen sich Montag bis Freitag 8 Stunden aufhalten, eigentlich der geeignete Ort ist, um dort sein Fahrzeug zu fahren. Dann rufen Sie mal an, wenn Sie selber ein Elektromobil haben, und dann reden wir nochmal neu über die Erfahrung, wie das ist. Absolut. Das finde ich ja sagenhaft. Das machen GSG, der Name Gewerbesiedlungsgesellschaft klingt ja erstmal sehr altmodisch. Mhm. Ja, und jetzt habe ich das ja umformuliert, Gewinne, Strom, Gesamt. Genau. Ja. Also tolle Geschichte, 850 Quadratmeter Gewerbefläche. 1000. Merken Sie schon, dass Berlin, also alle sagen ja, Berlin hat die höchste Zuwachsrate, Bruttosozialprodukt 3%, also mehr als alle Bundesländer zusammen. Richtig. Alle wollen nach Berlin. Ist das auch tatsächlich so? Sie müssen es ja wissen. Wir kriegen, denn die suchen ja nun alle Firmengelände. Genau. Nee, wir kriegen natürlich das hautnah zu spüren und haben sicherlich auch gute Antennen dafür, wie wird auch das nächste Jahr werden und das darauf folgende. In der Tat ist es so, dass wir in den zentralen Lagen, gerade so Kreuzberg, sehr hohe Auslastung haben. Wir eigentlich sind voll vermietet. Ja, wir sind bei 97%. Das heißt, die 3% Leerstand, das ist so laufende Fluktuation. Ne? Mieter geht raus, neuer kommt rein. Nee, nee, 3% Leerstand. In Kreuzberg. Ja. In den anderen, jetzt nicht in Kreuzberg liegenden Höfe im Westteil der Stadt, liegt die Auslastung auch über 90%. Ja, das heißt, also da sehen wir schon, wohin eben Berlin steuert. Ja. Das verstehe ich jetzt richtig, dass Kreuzberg ist jetzt Nummer 1 bei den Favoriten. Das ist dann gerade insbesondere bei jungen Unternehmen, Startups, extrem nachgefragt, die auch anders als das so das alte Kreuzberger Klientel war, die Druckerei, der Tischler, der Metallbauer, wo dann so die Mieten bei 4,50 Euro, 5,50 Euro lagen. Da reden wir natürlich mit einer Kreativagentur oder einem Internet-Startup, die schon, sagen wir mal, so die ersten 40, 50 Mitarbeiter haben. Das sind dann ganz andere Mietpreise, die auch bereit sind zu zahlen. Also 12, 13, 14 Euro, es geht bei uns bis zu 16 Euro in Kreuzberg, das wird gezahlt. Ja. Und das ist jetzt nicht, weil wir sagen, wir versuchen es mal mit 16, sondern das spiegelt einfach die Marktverhältnisse wider. Die sagen, ey, das ist so billig. Ja, das glaube ich, also billig finde ich das auch nicht mehr, aber die sind halt bereit, das wirklich gerne zu zahlen. Aber dem gegenüber steht eben dann auch nach wie vor außerhalb des S-Bahn-Rings, der ja oft so bei mobilen Leuten so als die magische und eigentliche Grenze Berlins so mitunter gesehen wird, die Econoparks, wie sie bei uns heißen, im Ostteil der Stadt, die eben auch noch Potenzial für größere Anmietungen haben. Dort ist das Mietniveau auch deutlich anders. Da fangen die Mieten halt bei 3,50 Euro nach wie vor an. Mhm. In einer Neubauqualität, das ist ja alles Mitte der 90er Jahre gebaut worden. Volle Stadt. Es ist, aber vom Alexanderplatz fahren Sie ja trotzdem nur eine Viertelstunde hin. Ja, das ist also nicht kurz vor der polnischen Grenze, wie viele meinen, sondern das ist halt immer noch Berlin. Ja, und da sehen wir erfreulicherweise auch einen kontinuierlichen Aufwärtstrend, keine Frage. Aber es ist eben doch noch bei vielen so, dass eben Vorurteile überwiegen, so ach, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, da habe ich mal gehört, wenn man dann hinfährt, sagen alle, ach Mensch, das ist ja gar nicht schlecht. Gar nicht anders. Genau. Und inzwischen auch Startups in Lichtenberg bei uns in den Höfen ihre Heimat gefunden haben und genau das schätzen. Wachstum ist inklusive. Ja. Ne? Wenn Sie mehr brauchen, können Sie am Standort bleiben. Ja. Sie müssen nicht wie in Kreuzberg. Und Sie haben auch genug. 850.000 sind ja fast alles vermietet, aber ist noch genug dort, da. Da ist noch, also da kann ich alle beruhigen, auch die Politik. Ja, es wird nicht daran scheitern, dass nicht genug Flächen zur Verfügung stehen. Wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen und es gab Klagen, dann werde ich die alle bei Ihnen abliefern. Unbedingt, Industriestandort 4.0, das heißt so ein Schlagwort. Ja. Ja, er sagt, Berlin braucht Industrie. Genau. Ja, der Bürgermeister, der jetzt demnächst ja nicht mehr Bürgermeister ist, hat gesagt, alles Quatsch, es kommen genug andere Leute. Ja, klar. Also das ist immer, ich höre das ja auch immer, das Berlin Industriestandort. Man muss sich das nur ein bisschen anders mal irgendwie darstellen. Das wird nicht mehr das nächste Gasturbinenwerk von Siemens sein, was hier gebaut wird. Oder BMW erweitert nochmal das Werk um wie viel Hektar auch immer.
das wird nicht stattfinden, meines Erachtens, in Berlin. Aber wo wir eine Chance haben, gerade auch mit unserer Hochschullandschaft in der Stadt, ist eben das Schlagwort, was Sie genannt haben, Industrie 4.0. Das ist also die Verschmelzung von digitaler Welt mit der Industrie. Innovation und Produktion. Innovation. Und das kann halt auch im Kreuzberger Hinterhof oder in Marzahn in unserem Objekt stattfinden. Und zwar auf 200 oder 300 Quadratmetern und muss nicht immer die 20.000 Quadratmeter Produktionshalle sein. Und Sie sind der richtige Mann dafür. Wenn Sie also in Berlin sich ansiedeln wollen, dann rufen Sie Sebastian Blecke an, GSG. Das war jetzt übrigens ein provisionsfreier Vorschlag, dass Sie jetzt Sorge kriegen. Also es war ganz toll. Ich habe keine Bange um Berlin. Also Nein. Es geht wunderbar voran. Ja, selbst 850.000 Quadratmeter in Besitz, ist es auch noch genug da. Also lasst sie alle kommen, kommt nach Berlin, ja, meldet euch bei Sebastian Blecke, melden Sie sich bei Sebastian Blecke und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren. Chef der GSG, der Gewerbesiedlungsgesellschaft, nächstes Jahr 50 Jahre. Wann genau? Das wird irgendwann im Sommer stattfinden, was auch ziemlich genau mit dem eigentlichen Gründungstag dann einhergeht. Große Party, natürlich. Große Party, ja. Sie sind herzlich eingeladen. Herzlichen Dank. Ja. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wie immer wieder bei Standort Berlin auf TV Berlin. Bis dahin, tschüss.